Küchentalk und Kaffeeklatsch meldet sich mal wieder aus der Küche. Die Küche ist halt ein mystischer Ort. Nein, so mystisch ist es nicht. Die Küche ist eigentlich der Ort, wo Familie sich trifft. Familie, Freunde, eine Tasse Kaffee in der Hand, ein Glas Bier, wie auch immer. Küchen sind natürlich hochinteressant und ja, natürlich für den Lebenserhalt wichtig. So, ja, was machen wir in der Küche? Wir quatschen, wie üblich, und wollen natürlich dabei ein bisschen Nahrung zubereiten. So, und wie immer gebe ich hier keine Gramm und Kilo und Liter und ja dergleichen an, sondern ich mische einfach was zurecht. Ich wundere mich meistens immer hinterher, oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Einfach mal überraschen lassen, ne? Weil die ganzen Rezepte, da gibt es genug von. Wir wollen ja eigentlich nur ein bisschen quatschen, uns unterhalten, Stimmung machen. Ja, gespült habe ich, noch nicht so ganz, sehe ich gerade. Egal, da guckt ihr jetzt gar nicht hin. Die Kamera werde ich auch nicht dahin, ne? Nein, werde ich jetzt nicht zeigen, die Ecke. Das Chaos tue ich euch dann mal da nicht an. Ja, ich weiß aber noch gar nicht mal, was ich heute machen will. Ich bin am Überlegen, irgendwas mit Äpfel, ja, als Kuchen, als Pfannkuchen. Kuchen wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Material habe ich alles da, also Mehl ist vorhanden. Hefe haben wir auch. Wasser, warmes Wasser gehört ja dazu. Butter habe ich auch da. Butter gehört natürlich auch auf jeden Fall da rein. Und ich werde auch eine Backform haben. Habt ihr mich im Schrank entdeckt? Nein, also Backform habe ich gefunden. So, auch gut. Und eine dritte. Aber ich glaube, wir brauchen nur zwei. Wir sind nur zwei Personen und dann braucht man halt nicht so viel. Ja. Ich habe hier irgendwie heute leichte Schwierigkeiten. Ja, ich mache eigentlich nicht so gerne viel Schnitte im Film, so gerne, weil das ist immer so ein bisschen, das sieht immer bescheuert aus. So, dann kommt jetzt, also Eier habe ich drin, Mehl ist drin, irgendwie so ein, no, was weiß ich, so eine Dritteltüte. Dann kommt jetzt hier Hefe dran.
Zucker, damit auch die Hefe gut anfängt zu malochen. Ja. Ein bisschen hier von dem Butteraroma. Ja, das nervt aber immer, wenn die Kamera ausfällt. Dann habe ich hier noch einen Schluck Milch. Zack, drinne. So, die Hefe kann dann gleich anfangen zu arbeiten. Zu malochen eben. So, dann habe ich mir hier das Küchenmonster schon mal rangeholt und werde dann jetzt erstmal alles hier durcheinander machen. So, dann nehme ich mir hier so ein Butter, schon mal so ein Stück. Sollte man nicht unbedingt reingreifen, wenn der Mixer sich bewegt. Dann nehmen wir noch ein bisschen Butter. Also einhändig geht das gar nicht, stelle ich mal wieder gerade fest. So. Zack, Butter drin. Das sieht doch gut aus. Ja, ich würde sagen, süß genug. Also in der Kindheit, da durften wir immer diese Rührstäbe ablutschen, ablecken. Ja. Lecker. So, dann haben wir schon mal das eine geschafft. Haben wir einen schönen Teig uns zurechtgebastelt. Den lassen wir jetzt ein bisschen ruhen. Den decken wir ab. Hier oben ist noch ein Klecks. Ja. Schmeckt immer noch gut. Das lassen wir jetzt ein bisschen da stehen und widmen uns den Äpfeln zu. Hier habe ich zwei wunderschöne rote Äpfel. Das ist jetzt süß-säuerlich und ebenfalls süß-säuerlich. So, und die waschen wir jetzt ab, so wie sich das gehört für Obst. Immer fein sauber machen, sonst habt ihr nachher, ja, so kleine Tierchen vielleicht im Bauch. So, ich habe hier so einen Apfelspalter. Ich habe aber festgestellt, der ist schon leicht brüchig, also Haare spaltend, nicht so gut. Halt, bleibt mal schön stehen. So, dann setzt man an. Da war der Ast drin gewesen ist. Oh. Und dann schiebt ihr das eigentlich, das fällt schon auseinander. Leute, das wird nix. Das wird nix, glaube ich.
Doch, ich komme durch. So. Also so Apfelspaltgeräte, das ist ja schon mal was, ne? Das hält ja, wir haben ja früher gesagt, das hält von 12 bis Mittag. Also sprich, das hält gar nicht. Ja. Oder was hat Onkel immer gesagt? Kirmesschrott geht gleich kaputt. Und das schmeiße ich jetzt in der Tonne. Weg ist es. Ach so, die Äpfel können gleich mit. Die Äpfel können gleich mit weg. So, hier hat sich noch nichts getan. Muss auch nicht. So, und dann nehme ich mir jetzt eine kleine Schüssel. Die ist zu klein. Ja, ich habe hier gar nichts. Doch, ich habe wohl, aber wo nehme ich? Könnte reichen. Wenn nicht, dann muss ich stapeln. Dann werde ich zum Hochstapler. Jetzt hatte ich hier auch mal irgendwo ein mein da mein kleines Lieblingsmesser. Ja. Und da tue ich jetzt hier so Stücke rausschneiden. Da lasse ich die Schale dran, deswegen hatte ich das abgewaschen. Also in der Schale ist sind die meisten Vitamine drin. Sollte man immer beachten. Den Apfel am besten ganz essen. Die Apfelkerne, da ist Pektin. Und Pektin ist so ein Geliermittel. Ein natürliches Geliermittel. Geliermittel gibt es natürlich auch tierischer Herkunft. Und das bedeutet dann wiederum, dass für Vegetarier, Veganer das gar nicht gut ist. Und dafür gibt es Agar-Agar. Das ist ja wie so ein Produkt aus dem Meer, aus den Algen. Und da kann man ja praktisch austauschen, muss man ja dann nicht tierische Produkte zugreifen nehmen. Ja, das ist, kann man sich ja damit behelfen. Wo ich gar nicht mit klarkomme, das sind diese Sago-Perlen. Da weiß ich gar nichts mit anzufangen. Ich habe das mal irgendwie zubereitet und ich habe die Perlen hinter immer noch da gehabt, ein bisschen aufgequollen, aber letztendlich hat man da immer noch die noch drauf gebissen und das fand ich dann gar nicht so toll. Das war ja so wie Milchreis, dünnflüssigen Milchreis. Und das war dann, nee, das ist nicht so meine Hausmarke. Da habe ich andere Materialien. Also wie gesagt, ich nehme dann normales Geliermittel. Ja, soweit vom Apfel wieder gewichen. Jo, das sieht gut aus. Zack, wunderprächtig. So. Wunderbar. Für mich. Ja, der schmeckt gut. Der schmeckt wirklich gut. Kann man gebrauchen. So, ich habe mir dann doch eine größere Schüssel genommen, weil ich mir so ein bisschen wieder was habe einfallen lassen. Ich tue dann also die Apfelstückchen da rein, mische, damit es lustiger und vielleicht einen Crunch bekommt, so ein bisschen ihr Haselnusskrokant unter. Habe ich, das ist eine ganz schöne Menge, und werde das mit Aprikosenmarmelade verrühren, damit es halt es klebt halt ganz gut dann. So, zack, zick, so,
sollte reichen. Ich mache wieder alles so sehr reichhaltig heute. Dann verrühren wir das schön, damit es überall krokant dran hat. Ne? Man muss ja nicht immer dekorativ oben krokant draufstreuen. Man kann ja auch im Gebäck, im Kuchen den Krokant verstecken. Und Aprikosenmarmelade ist natürlich auch noch mal eine extra Süßungssache. Ich probiere das jetzt mal so. Ja. Ja. Kann man durchgehen lassen. Hat was. So, das lassen wir jetzt ein bisschen so stehen auch, damit das halt durchziehen kann. Und dann ist der Apfel süß. Bei Äpfel solltet ihr achten, ich meine, der Apfel ist jetzt sehr gut. Der ist vielleicht von selbst auch schon ein bisschen säuerlich. Beim Apfel solltet ihr darauf achten, dass der ein bisschen, also im Wasserbad kommt und dann einen Spritzer Zitrone reinmachen, damit der Apfel halt nicht braun wird. Also das ist eine Oxidationsgeschichte. Der Apfel durch Luft, Sauerstoff, also drumherum, wie auch immer, fängt er an zu oxidieren, beziehungsweise er wird braun. Ja, und daher sollte man halt ein bisschen einen Spritzer Zitrone dran machen, im Wasserbad, und dann ist gut. Oder man macht einen Spritzer Zitrone dran und rührt das dann halt um. Das geht auch. So, jetzt warten wir noch ein bisschen auf unser Hefeteig. Süßen Hefeteig habe ich gemacht, einen sehr süßen Hefeteig. Und da kommen dann gleich die Äpfel rein, die Apfelstückchen. So, aber was ist Kaffeeklatsch ohne Kaffee? Da sollte man schon auch Kaffee zur Hand haben. Ich habe hier so einen Sensemann. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Sensemann-Firma ist. Kann ich gar nicht sagen. Ein Spritzer Süßstoff. Zack, drin. Ein bisschen Trockenmilch. So. Und dann kann es gleich durchmarschieren. So, Äpfelke sehen gut aus. Ja, der Hefeteig ist jetzt nicht mehr gegangen, weil sobald da Butter drin ist und viel Zucker und weiß ich nicht und habe ich nicht gesehen, will das nicht mehr so recht. Ja, dann habe ich mir hier so Backformen, kleine Backformen rangeholt und habe dann ein Stück Papier reingelegt, damit es nicht ganz so dolle anbackt. So, dann haben wir hier irgendwo so ein Monsterteil hier, so eine Schiebedingsvorrichtung, um den Teig aus der Rührschüssel zu bekommen. So, den tun wir jetzt einfach schon mal hier rein. Die eine Hälfte schon mal. Zack. Haben wir, dann verteilen wir das ordentlich, so wie wir es gelernt haben. Zeigt das die eine Hälfte. Und jetzt nehmen wir uns die andere Backform. Warum mache ich keine großen Backblech, ein großes Backblech?
weil wir halt im Moment zu zweit sind und da braucht man nicht so ganz so viel Kuchen. Zu viel Süßkram ist auch gar nicht gut. Hab schon wieder mal 2 Kilo zugenommen, ne? Nur weil ich mit euch so hier so schöne Sachen koche. Nein, ihr seid natürlich nicht schuld. Quatsch. Ja, selber schuld. Ich habe ja den Rührlöffel in der Hand. Den Zepter. Ich bin's ja selber schuld. So. Schön alles aufteilen. Nichts übrig bleibt. So. Das sieht doch gut aus. Ein bisschen verteilen. Am besten könnt ihr das so machen, so wie ich jetzt gerade hier ein bisschen schütteln. Und dann ist es auch schon geschehen. Zack, fertig. Werde ich mit, sag mal schnell, Rumrosinen. Ich habe immer Rumrosinen auf Lager. Dann nehme ich den guten Strohrum. Ja, schon wieder eine Marke. Schon wieder eine Firmenlogo, Name, wie auch immer. Aber einen werde ich machen mit Rumrosinen. Und den anderen lasse ich so, wie ich denke. Mit Apfelstückchen und mit, Krokant und Aprikosenmarmelade. So, das kippe ich jetzt einfach da so oben drüber und verteile das ebenso schön. So, und drücke es ein bisschen an, damit es mit dem Teich in Berührung kommt, damit das halt auch kleben bleibt, damit die Apfelstückchen beim Essen nicht runterfallen. So, überall, dass überall ein bisschen was drin ist. Sieht doch schon recht gut aus. So, das Ergebnis schon mal. Das Vorab-Ergebnis, der Rest kommt später. Das kann ich auch gleich schon mal in Richtung Backofen stellen, damit das gleich als allererstes reinkommt. So, und jetzt habe ich gesagt, hier nehme ich Rumrosinen. Ja, das sind mehr diese kleinen Rosinen. Aber ich würde ja fast sagen, riecht mal, duftet mal. Oh, das riecht gut. So. Und Rumrosinen, die könnt ihr immer parat haben. Wenn ihr zum Beispiel mal ein Vanilleeis, ein Eis insgesamt mal gerne haben wollt oder essen wollt, und da sollen dann halt Rosinen drüber, also solche Rumrosinen, dann kann man die sich hier einfach rauswerfen. Die werden auch da nicht schlecht. Um es genau zu sagen, es sind Korinthen. Ja, kleine Rosinchen. Bin jetzt nicht der Korinthenkacker. So, ein bisschen den Rum abtropfen lassen. Sind schön aufgequollen. Ja, ihr könnt euch daraus auch natürlich einen tollen Drink machen. Aber da könnt ihr zum Beispiel nehmen, wie heißt das, nicht Küstennebel, das ist ein anderer Schnaps mit, die wirken, die haben was. So, Kühlschrank zu. Hier umrühren,
die haben ihre Wirkung. Jemand mit Feuer. Küstenfeuer? Nee. Irgendein. Und da kann man so die richtigen Rosinen reinmachen und dann einziehen lassen, so einen Tag lang. Und das kann man dann am anderen Tag mit ein bisschen, wie heißt das nochmal? Ist egal. Vielleicht wisst ihr das ja. Könnt ihr das ja in Kommentare schreiben. Da gibt es so einen klaren Schnaps und den, da muss man die Rosinen einlegen. Und dann kann man die Rosinen, da, also richtige Rosinen, diese großen getrockneten Weintrauben, und das kann man dann einen anderen Tag naschen. Aber Vorsicht, ganz Vorsicht, das knallt durch. Also das geht sowas von in der Bier, ne? Also das merkt ihr. Da kippt ihr gleich vor Freude um. Ich sollte eigentlich Apfelpfannkuchen heute machen für Niki. Aber mir wäre es jetzt die Variante hier lieber, weil Apfelpfannkuchen ist ja mal wieder was ganz Einfaches und das muss ja nicht unbedingt sein. So. So, das sieht gut aus. Geht gut auf, die Menge. So, den Saft hier noch mitnehmen. Rosinchen. So. Ne, aber irgendwas. Wie hieß das mit Feuer? Irgendwas. Ja, ich weiß nicht. Aber auch nicht Schürker Feuerstein, ne? Das wird ja was anderes. Das ist ja ein Kräuterschnaps. Der gilt nicht. Ja, der ist. So, ich habe hier so einen kleinen Mini-Backofen, Gourmet Max heißt der Junge, und den hatte ich mir mal bei so einer Home Order Television für uns gekauft, ja, und den werde ich jetzt dafür gebrauchen. Schon mal den einen Kuchen rein und dann stellen wir hier auf. Kuchen 160 Grad ist automatisch vorgegeben, oder ihr könnt auch noch Temperatur und Zeiten regeln, aber ich denke mal 30 Minuten bei 160 Grad dürfte okay sein. Ja, und ja, dann wollen wir mal schauen, was daraus wird. So, der Backofen hat Pieps gemacht und dann nehmen wir uns mal den fertigen Kuchen heraus. Ja, sieht ganz manierlich aus. Ne? Hat auch einen kleinen Glanz. Und jetzt nehmen wir uns den mit die Rumrosinen. Und jetzt machen wir den nochmal an. Also 160 Grad. Hatte ich gesagt, und das bei 30 Minuten. So. Oh. Bisschen Wind. Und dann schauen wir mal, ja, wie es dann nachher schmeckt. Also, ich bin mal sehr gespannt. Ja, schauen wir. Und dann, ich sag euch das. Oder ihr probiert es selbst aus. Ganz einfach Mehl, Eier, bisschen Aroma dran, Vanille, Butter, ja, und was habe ich da noch dran? Krokant in die Apfelmasse, also Apfelstückchen, bisschen Aprikosenmarmelade mit drunter. Aprikose ist zum Beispiel ganz gut, wenn ihr auch mal einen Rinderbraten macht und ihr wollt den, dass er hinterher schön glänzt, macht einfach mal ein bisschen Aprikosenmarmelade mit dran. Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr, ich habe Ringe in den Augen, in der Soße, ja, lecker.
Schmeckt super gut, wenn es keine fruchtige Note hat. Ja, wie gesagt, ich mache keine Kochrezepte. Ich bin hier kein TV-Koch und kein YouTube-Koch, sondern ich will mit euch einfach ein bisschen quatschen. Nein, ich habe keine Probleme irgendwie. Ja, oder Mangel an irgendwas. Nein, nein. Ach so, Mangel an irgendwas. Mangel. Es mangelt an Abos. Ja. Liken, Abo, also Daumen hoch. Ein Abo wäre ganz toll. Und die Bimbam aktivieren. Also die Glocke. Einen draufgeben. Dann sehen wir uns öfters. Dann bekommt ihr schließlich immer einen Hinweis. Ja, da ist mal wieder ein neuer Film von den stabilen Typ da, der tolle Typ da mit dem Bart. Und dann schreibe ich euch, bitte Quatsch, ich sage euch das gleich, zeige es euch auch, wie der Kuchen dann schmeckt. So, dann bis gleich. Ja, liebe Leute, von den ganzen Süßkram, da kriegt man immer, oder ich denke mal bei euch auch nicht anders, bekommt man immer so einen Heißhunger auf was Herzhaftes, ne? Also Geburtstage sind immer schön, dann freut man sich wieder abends auf das Buffet oder das herzhafte Essen, Kartoffelsalat mit Knackwurst, ideal, könnte ich allerdings auch mal zeigen, Kartoffelsalat, rheinische Art. Vielleicht ist es auch nur meine Art, wie ich es zubereite. Aber ich denke mal, dürfte auch interessant sein. Und darum jetzt was Herzhaftes. Käse und Salami. Ideal. Oh. Mein Mini-Backofen ist fertig. So. So, und das ist jetzt. Oh, knistert noch schön. Das ist jetzt der Apfelkuchen meiner Art, aus meinem Kopf entstanden. Knistert noch. Aber mit Rumrosinen oder. Korinthen, Rum-Korinthen, aber ich sehe da kaum Unterschied. So, dann lassen wir dann hier stehen zum Abkühlen. Den anderen hatte ich noch mal ein bisschen reingelegt, auch noch zusätzlich, damit er halt ein bisschen noch mehr Farbe bekommt und das kann jetzt in Ruhe abkühlen. Der Backofen hat seinen Dienst für heute erledigt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Ganz wichtig, tut mir eingefallen, seid lieb und liked, teilen und die Bimbam nicht vergessen. Dann erfahrt ihr immer wieder, wenn was Neues aus unserer Richtung kommt. Also wenn ein neuer Film von uns kommt. Und andersrum, das kostet nichts. Das kostet euch nur ein Lächeln und einen Klick. Mehr ist es doch nicht. So, ihr helft mir dabei, ihr zeigt mir, ja, dass euch das gefällt, was ich hier an Dummheiten mache oder das, was wir als polyamore Familie für euch zeigen und darstellen. Ja, also im Moment bin ich alleine. Küken ist jetzt mal nach Berlin, mal für ein paar Tage. Niki, der ist noch auf der Arbeit. Ja, er hat ja umgeschult als zum Koch. Und hat dadurch meinen Traumjob, den ich leider nicht hatte. Ich war damals Stahlkocher und Teppichverkäufer, also ein Verkäufer in einem Möbelhaus. Und da war ich in der Teppichabteilung. Hab's nicht gelernt, aber ich galt hinterher, kurz Zeit schon später, trotz Abteilungsleiter, galt ich als Fachkraft. Und Leute, ich kann euch sagen, das hat mir gut getan. Meiner Seele, meinem Herz und mein Selbstbewusstsein. Also es war
absolut ein super Gerüst. Ah, tolle Wurst. Ja, also Fachkraft und ja, es war eine schöne Zeit. Doch, muss ich doch dazu sagen. Es war zwar alles schwer, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe immer schwer gearbeitet. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie.